If you want make a ginger, give me tea, cocoa. My culture be your love. Anywhere I go, just come up with my love. Wie krass ist der Comeback? Glow up, Bruder, glow up. Also ich schwöre dir, so ein Comeback. Das hat nicht mal LeBron 2016 kommen sagen. Bro, was hat dein Barber mit dir gemacht? Das ist crazy. Bruder, der spinnt, Bro. Der war drauf, ernst. Bruder, der hat, also ich bin auch öfters hingegangen, weißt du? Öfters ist crazy. Ich bin öfters hingegangen und irgendwann kam dann Kill Bill zu mir. Das war mein, also Longtime Barber. Er hat gesagt, Bro, ich bin ehrlich mit dir, Digga, du musst... Guck mal hier. Ich bin ehrlich mit dir. Dieses Foto ist so iconic. Dieses Interview. Du weißt, dieses Interview, die, also Hawks, ne? Atlanta, die machen ja immer so kleine Interviews. Die haben normalerweise so, keine Ahnung was. Richtig. Guck mal, Digga. Dieses Interview hat 1,5 Millionen Aufrufe, nur wegen der Hairline einfach. Ich schwör's dir. Guck mal, Bo. Du musst den Barber verklagen, ne? Eigentlich habe ich auch gesagt. Bruder, du musst den anzeigen, ernst. Oh, was Bruder, hat Welten der mit dir gemacht? Welten. Bruder, der hat mich zerstört, ne? Aber Kill Bill, er kam so, weil er war ein Abend war er nicht da und ich bin hingegangen. Er sagt, ey, Bo, ich bin ehrlich mit dir, ich bin Kill Bill und so. Er hieß auch noch Stone. Stone. Barber Stone. Stoner, so, weißt du, ich meine, wo ich den Namen schon gehört habe, wo er sich Dings hier vorgestellt hat, habe ich gesagt, Digga, weiß nicht, Digga. Warte mal, ich habe eine Frage, Bro. Ja, Bruder. Ich habe eine Frage. Du kennst doch diese Unangenehme beim Friseur, wenn er verkackt hat. Weißt du, wie ich meine? Hast du dem gesagt, er hat verkackt oder hast du nicht gesagt? Bruder, ich war so jung, ich war 18 Jahre. Ich habe also nicht wirklich an... Also ich wusste nicht, was... Am Anfang, wo er geschnitten hat, war so in Ordnung. Ich habe gesagt so, okay, okay. Und dann ging es aber immer wieder weiter nach hinten. Und dann war ich irgendwann zu Hause und dann war Krise, Bruder. Ja. Bruder, diese... Ich schwöre dir. Ey, guck mal das Foto ganz links. Das erste. Wie stark das bearbeitet ist. Alter, krass. Man kann heutzutage alles machen, ne? Du machst auch viel, Alter. Aber dieses ganze, boah, ja, Lifestyle, wie er rumfahrt und so, Digga, das ist schon crazy, Bro. Auf jedem Event und so, und Digga, das ist stark. Weißt du, was das Krasseste ist? Du musst dir immer was Neues einfallen lassen, Bro. Zum Beispiel jetzt gerade, ich hab jetzt, Dienstag ist mein Tag gerettet, ja. Weil ich hab diese Bett und diesen Stream. Morgen kommt diese eine von dem Stream, das muss ich dann organisieren, dass sie kommt und dann das Stream. Dann Samstag mache ich ein Blind Date mit Kato, da muss ich auch 5 Frauen organisieren, die zu mir nach Hause kommen und diese Blind Date machen, Bro. Ja, okay. Und YouTube machst du immer noch? Ja, bist du immer noch dabei, ne? YouTube. Yeah. Ja, es ist bei YouTube, Bruder, ist schon anders, Digga, wirklich. YouTube, diese ganzen Videos. Aber das Geile ist, wenn du Twitch, Bruder, dann hast du ja immer geile Highlights, die du auch... Du hast ja nur einen Kanal, richtig? Zwei. Und da kommen jeden Tag Videos. Jeden Tag? Kanal von dem Stream. Ja, von dem Stream kommen jeden Tag Videos. Ja, das meine ich. Das ist halt geil, weißt du, weil das ist ja 2 in 1 sozusagen. Einmal Twitch live und dann aber dann nochmal auf YouTube die Highlights. Das ist geil. Wirst du in Deutschland geistkrank viel erkannt? Ja, ist verrückt jetzt geworden, Bro. Durch diese fucking sogar so Rentner, ne? Safe? Digga, 80, 90-Jährige, Bruder, laufen hinterher, Bruder. Wirklich crazy geworden. Wirklich. Wirklich. Also ich habe aber... Ich habe immer gesagt, das wäre krass, wenn so Deutschland so, weißt du, so Liebe zeigt und so. Natürlich, weil wir jetzt Weltmeister geworden sind, aber jetzt ist wirklich krass, auch Fahnenträger und sowas, war schon insane, Bro. Also, und das bleibt für immer, ne? Das ist schon krass. Ey, sagst du, es gibt einen in der deutschen Nationalmannschaft, wo du sagst, ey, der könnte NBA eigentlich auch spielen? Jetzt gerade? Ja. Oder allgemein Spieler, mit denen du jemals in der so zusammengespielt hast? Ich glaube, dass Isaac Bonga, wenn er so eine Rolle kriegt wie bei uns, dass er auf jeden Fall NBA spielen könnte. Isaac Bonga.
Andi. Nee, 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 das ist Thielmann. Andi Obst müsste auch NBA spielen, meiner Meinung nach. So wie der wirft. Und alle denken aber, er ist sweet on defense, weißt du, dass er nicht verteidigen kann, aber das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Das ist Quatsch. Deswegen Andi Obst, Isaac, Maodo. Ja, ist auch up there. Ja, Bro. Da waren aber auch viele, zum Beispiel Johannes Vogtmann, der war so kurz davor, nach Atlanta zu kommen. Ich weiß es noch, Bro. Weil der spielt eigentlich genauso wie Marc Gasol, Bruder. Aber es ist halt immer viel Politik, Bruder. Was soll ich dir sagen, Digga? Das ist NBA, so wie die Politik mit den Ratings. In allen Sachen gibt's Politik, Digga. Weißt du? Das ist crazy, Bruder. Gab's mal in NBA so einen Spieler, der so richtig krank war, sich so crazy verletzt hat, wo man gesagt hat, ey, der hätte noch so crazy werden können? Digga. Der krankeste ist Derrick Rose, Bro. Ja. Derrick Rose? Ich weiß nicht, wie alt er war, Digga, wo er MVP geworden ist, aber er war dein Alter, glaube ich, 22 oder so, 23, noch jünger, glaube ich, 21. Wow, wenn ich dir sage, der Typ war nicht zu verteidigen. Der Typ war wirklich nicht zu verteidigen, Bro. Also gar nicht. Was hatte er? Digga, sein, wie der, wie... Wie er den Ball nach vorne gepusht hat, Bruder, nach einem, also jemand wirft, die haben daneben gemacht, er hat den Ball bekommen, wie schnell er vorne war, war crazy, Bro. Und gegen jeden durch, da gab es keine LeBron zu der Zeit gegen Chicago, hätte er sich nicht verletzt, wäre Krise gewesen, bin ich dir ehrlich. Die hätten Chicago nicht geschlagen, so. Digga, der ist ultra schnell gewesen, ne? Derrick Rose war crazy, Bro, wirklich. Also... Warum war er, was war die Verletzung? Bruder, er wollte so, weil er ist so powerful, also der wollte so abspringen und dann ist sein Knie geplatzt, ne? Also ACL komplett durch. War nasty, Bro. Aber er ist so einer der Goats auf jeden Fall, obwohl er sich verletzt hat, weißt du? Aber weil er auch ein geiler Typ ist, sagen alle. Wer hatte die krasse Aura, den du erste Mal im Spiel getroffen hast? Bruder Aura, Born. Livor, Bruder, seine Aura ist geistkrank. Ich sage dir, da kommt ein Spieler rein und dann sagt er guten Morgen, dann hörst du nur so ein, zwei Leute sagen Morning. Ich mag sowas nicht, ne? Aber dann kommt Born rein, er sagt Morning, Morning, everybody, Morning. Und dann alle Morning, 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 Morning. Bruder, du weißt, also schlimm, schlimm, schlimm. Aber auch laut, weißt du, er mag es so zu reden und so in Gruppen und sowas. Ich bin ja da eher nicht so, ich bin ja so gechillt eigentlich. Aber er liebt es, weißt du, ich meine, er liebt so dieses Rampenlicht. Und ja, Bo, wenn der reinkommt, Bruder, und dieses Morning sagt so laut, du weißt gar nicht, wie die Leute tanzen, Digga. Unglaublich. Salut einfach. Digga, Mann. Aber dieser Typ, ne, der ist einfach der Beste, einer der Besten ever. Und er hat seit 25 Jahren diesen Druck, ja? 25 Jahren, diesen Druck. Er ist 40 jetzt bald. Seit er Highschool ist, hat er diesen Druck, dass er niemals, keine Ahnung, was schaffen kann. Bruder, und der seit 25 Jahren, dass du der Mann bist, egal wen du begegnest, egal wen du treffen wirst, Leute werden Angst haben und sagen den Tag davor, ey, ich treffe Born. Bruder, und so krass humble zu sein und so cool zu sein, ne, ist, Bruder, es ist, das ist das, was mich übertrieben bei ihm nicht wundert, aber was mich fasziniert, Bruder. Das ist crazy.